Wir beide, Rainer Braun und ich, werden euch ein bisschen durch diese Kundgebung hier führen. Rainer Braun ist ja bestens bekannt. Er ist für die Friedenskooperative hier und er ist Geschäftsführer der Juristen für den Frieden. Und Anne Rieger ist hier für den Bundesausschuss Friedensratschlag und eine langjährige Mitarbeiterin der IG Metall. Und ich freue mich, mit ihr heute diese Moderation machen zu können. Und vor allen Dingen freue ich mich, euch sagen zu können, dass wir mehr als 8.000 heute sind, die hier in Berlin demonstrieren. Das übertrifft unsere Erwartungen und ist ein gutes Startzeichen, dass die Friedensbewegung wieder da ist und dass wir wiederkommen werden. Und zwei Tage, bevor wir uns alle aufgemacht haben, hierher zu kommen, habe ich im Internet Folgendes gelesen, ich zitiere für euch. Am Samstag gehen wir in Berlin auf die Straße, um gemeinsam zu demonstrieren. Wir wollen keine Kriege und keine Aufrüstung. Wir wollen Frieden. Dazu haben wir klare Forderungen an die Bundesregierung. Die sind den Abzug der Bundeswehr aus allen Auslandseinsätzen, die drastische Reduzierung des Rüstungsetats, den Stopp der Rüstungsexporte, die Ächtung von Kampfdrohnen und keine Beteiligung an NATO-Manövern und Truppenstationierungen entlang der Westgrenze Russlands. Und es ist immer noch Zitat, und ich freue mich auf große Beteiligung und wirkungsmächtigen Protest. Kooperation statt NATO-Konfrontation, Abrüstung statt Sozialabbau, die Waffen nieder. Das hat geschrieben vor zwei Tagen die Fraktionsvorsitzende der Linkspartei in Facebook. Und ich freue mich sehr, dass die Bundestagsabgeordnete, die gegen jeglichen Aufrüstungsbeschluss und gegen jede Militarisierung, gegen jeden Kriegseinsatz hier mit uns zusammen heute hier demonstriert und jetzt zu uns sprechen wird. Ich begrüße ganz herzlich Sarah Wagenknecht, die Fraktionsvorsitzende der Linkspartei. Ja, liebe Freundinnen und Freunde, ich freue mich auch hier zu sein und vor allen Dingen freue ich mich, dass ihr so zahlreich hier seid. Und ich finde das unglaublich wichtig, weil wir leben in einer Welt, wo an unterschiedlichsten Orten ganz massiv und ganz brutal die Lunte an den Weltfrieden gelegt wird. Und deswegen brauchen wir eine Friedensbewegung, die wieder eine laute Stimme hat. Dafür müssen wir noch mehr werden, aber das ist schon mal ein richtig guter Anfang hier. Toll, dass ihr hier seid. Und beim nächsten Mal bringt jeder noch drei mehr mit. Und dann werden wir wieder größer und wieder lauter. Und das müssen wir werden. Das ist ganz dringend und ganz notwendig. Ich meine, wenn man über Frieden spricht, dann bewegt uns, glaube ich, alle. Bewegen uns die Bilder, die wir jeden Tag bekommen aus Syrien, auch gerade aus Aleppo. Krankenhäuser, die bombardiert werden, Kinder, die sterben. Furchtbare Bilder. Und es ist völlig klar, dieses Morden muss aufhören. Diese Bombardierungen sind natürlich ein Verbrechen, es muss Schluss sein. Aber dieses Verbrechen ist eben das Verbrechen jedes Krieges, weil jeder Krieg vor allem Zivilisten trifft. Und deswegen sagen wir nicht einseitig, nur da muss es aufhören, sondern auf dieser Welt müssen die Bomben endlich ruhen. Und wir brauchen Frieden und Diplomatie. Und alle, die das hintertreiben, die machen sich schuldig an Kriegsverbrechen und an Mord. Und da sind wir nicht einäugig, sondern wir sagen es an alle Adressen. Und ich muss schon sagen, also wenn ich jetzt mitbekomme und höre, und ich denke, das geht euch auch so, wenn sich wirklich die übelsten Kriegspolitiker aus Washington, siehe Herr Kerry, die also bisher noch nie davor zurückgeschreckt sind, auch schlimme Kriegsverbrechen zu verantworten, wenn die plötzlich ihren Abscheu vor den Gräuel des Krieges entdecken. Also da muss ich sagen, die Heuchelei, die muss ich mir nicht antun. Und das Gleiche gilt auch hier in Deutschland. Bundestagsabgeordnete, die noch nie gezögert haben, ihre Hand dafür zu heben, dass die Bundeswehr in völkerrechtswidrige Kriege geschickt wird.
Solche Bundestagsabgeordneten finden es plötzlich ganz entsetzlich, dass in solchen Kriegen Menschen sterben. Ja, in jedem Krieg sterben Menschen. Und zwar vor allem Zivilisten, vor allem Kinder, vor allem unschuldige Menschen. Aber warum kapieren Sie das nicht erst jetzt? Warum haben Sie das nicht längst vorher kapiert? Und werden Sie es beim nächsten Bundeswehreinsatz nicht auch wieder vergessen haben? Wir vergessen es nicht und wir werden es Ihnen immer wieder auf das Tapet schreiben. Schluss mit diesen Kriegen. Und wenn ich höre, Herr Röttgen... Und wenn ich jetzt höre, Herr Röttgen, der Vorsitzende des Auswärtigen Ausschusses, CDU-Mitglied, er hat jetzt ja groß gesagt, Kriegsverbrechen muss man Kriegsverbrechen nennen. Gut, Herr Röttgen, voran finde ich super. Benennen Sie Kriegsverbrechen, nennen Sie die Kriegsverbrechen. Aber wie ist es mit den Kriegsverbrechen, mit den bombardierten Krankenhäusern, mit den vielen Toten in den Gebieten Syriens, wo die USA und andere NATO-Staaten bombardiert haben, wo sie so schlimm gehaust haben, dass selbst die syrische Opposition sie gebeten hat, mit den Luftangriffen Schluss zu machen, weil es so viele Zivilisten trifft. Die Meldung ist leider in Deutschland nur klein gelaufen. Wie ist es mit den Kriegsverbrechen, Herr Röttgen? Benennen Sie die auch beim Namen? Oder die vielen Toten in Afghanistan, auch die vielen Krankenhäuser, die dort getroffen wurden. Oder wie ist es mit den Kriegsverbrechen der Türkei, die gegen die kurdische Bevölkerung ihre Bomben werfen, die dort gerade diejenigen massakrieren, die mit am tapfersten gegen den Islamischen Staat gekämpft haben. Wie ist es mit den Kriegsverbrechen, Herr Röttgen? Wo höre ich da Ihre Stimme? Oder die der Bundeskanzlerin? Oder die des deutschen Außenministers? Was ist das für eine Heuchelei, die hier abgezogen wird? Und natürlich muss man auch sagen, wie ist es mit den Kriegsverbrechen der syrischen Opposition, den vielen islamistischen Terrorgruppen, die sich da unter dem Begriff syrische Opposition eben auch zusammengefunden haben, die teilweise für schlimmste Massaker verantwortlich sind. Und da frage ich mich auch, wer hat denen eigentlich die Waffen geliefert und liefert sie ihnen bis heute? Die sind doch genauso verantwortlich für diesen Krieg, die solche Typen aufrüsten, die denen die Waffen liefern, die solche Kriege dann überhaupt nur führbar machen. Und ich meine, inzwischen ist doch völlig klar. Das hat nochmal auch das Interview von Herrn Todenhöfer gezeigt, aber das musste man gar nicht in dem Interview nachlesen. Das konnte man schon aus ganz, ganz vielen anderen Quellen vorher wissen. Ja, Saudi-Arabien, ja, Katar, ja, die Türkei und auch die USA, sie sind die Waffenlieferanten dieser Barbaren und dieser islamistischen Terrorgruppen. Und da muss ich sagen, die sind alle mitverantwortlich. Und wenn ich jetzt höre, dass gesagt wird, mehr Sanktionen nach Russland, also bitteschön, dann sollen diejenigen so ehrlich sein und sagen, sofortige Sanktionen an die Waffenlieferanten dieser Terrorgruppen. Dann wären sie wenigstens ehrlich, dann wären sie wenigstens konsistent, aber sie lügen uns was vor. Und ich meine auch Deutschland. Es gibt doch inzwischen fast keine Kriegspartei in Syrien mehr, die nicht auch mit deutschen Waffen kämpft. Genau. Und auch deutsche Waffenschmieden machen super Geschäfte damit, dass sie genau solche Kriege beliefern. Und da sage ich, ja, das ist auch ein Verbrechen, mit solchen Geschäften Profit zu machen. Und das gehört endlich gestoppt. Und wir haben das zigmal im Bundestag beantragt. Immer wieder beantragt, keine Waffen mehr an Saudi-Arabien zu liefern, keine Waffen mehr an Katar, weil diese Waffen dann eben auch weitergehen und in solche Kriege kommen. Und man muss konsequent sein und auch sagen, keine Waffen mehr an die Türkei, die ihr Morden gegen die Kurden und andere Bevölkerungsteile unterstützen. Aber sie haben alle immer dagegen gestimmt, die anderen Parteien. Und deswegen sage ich es hier auch nochmal, wer Waffen liefert in solche Kriege, der macht sich mitschuldig. Und er ist mitverantwortlich für diesen Krieg. Und deswegen sofortigen Stopp dieser Rüstungsexporte. Das ist doch der erste Schritt in eine friedliche Welt. Und ich meine, man muss ja schon sagen, es ist ja gut, dass die deutschen Rüstungsschmieden auch nicht mehr das sind, was sie mal waren. Also da ist ja nicht nur der Großsponsor von Herrn Kauder, dem Fraktionsvorsitzenden der CDU, Heckler und Koch, der zumindest mit seinen Waffen das Morden etwas erschwert, weil sie nicht ganz treffen, sondern was ich dieser Tage auch gehört habe, die deutschen Flugzeuge in Incirlik, die Tornados,
die konnten nicht mehr starten, weil auch wieder eine deutsche Rüstungsschmiede eine Rückrufaktion für ein Ersatzteil starten musste. Also das sind ja doch die ganz wenig erfreulichen Nachrichten in diesem Krieg. Aber ich muss sagen, nein, wir brauchen keine Rückrufaktion für Ersatzteile. Wir brauchen eine Rückrufaktion für diese ganzen Waffen, mit die wir in diese Kriege liefern. Und ich würde sogar noch weitergehen. Wir brauchen eine Rückrufaktion für die Bundeswehr aus ihren ganzen Kriegseinsätzen in dieser Welt. Sie haben da nichts zu suchen. Holen wir die endlich zurück. Holen wir die wieder nach Hause. Das ist das, was sie, was sie eigentlich nach dem Grundgesetz zu tun hat. Sie ist auf Verteidigung festgelegt laut Grundgesetz und nicht auf Interventionskriege und schon gar nicht auf völkerrechtswidrige Kriege. Also holen wir sie zurück. Dann wird diese Welt schon mal ein ganzes Stück friedlicher, weil niemand braucht deutsche Soldaten, weder in Afghanistan noch in Syrien noch irgendwo sonst auf dieser Welt. Schluss mit diesen Auslandseinsätzen. Und ich meine, die ganzen Lügen, die sie uns dann immer erzählen, warum wir angeblich überall Krieg führen müssen und warum wir angeblich überall die Sicherheit Deutschlands verteidigen. Diese Belügen sind doch wirklich eine Beleidigung der Intelligenz derjenigen, die sich das anhören müssen. Angeblich führen wir ja da überall Krieg gegen den Terror. Ja, vor 14 Jahren schon wurde in Afghanistan begonnen, Krieg gegen den Terror zu führen. Und was ist das Ergebnis? Ein Land, das völlig kaputt ist, in dem noch heute der Bürgerkrieg tobt, in dem, wenn ein Bundestagsabgeordneter oder ein deutscher Politiker dorthin fährt, er mit Stahlhelm und schusssicherer Weste auftritt und die meisten Strecken im Hubschrauber stattfinden müssen, weil die Sicherheitslage nicht da ist. Das hat man erreicht im Kampf gegen den Terror. Und die Taliban haben mehr Rückhalt in der afghanischen Bevölkerung als je zuvor, weil man eben auch mit diesem Krieg vor allem Zivilisten getötet hat. Und mit jedem Zivilisten, der dort stirbt, wächst eben auch der Hass in der Bevölkerung gegen diejenigen, die solche Kriege verantworten. Und genau dieser Hass ist es, den die Terroristen brauchen. Das ist doch völlig klar. Und wenn ich dann noch höre, dass jetzt gesagt wird, ja, aber die Flüchtlinge aus Afghanistan, die können wir ja zurückschicken, weil es ist ja ein so super sicheres Land. Also noch zynischer geht's ja wohl bald gar nicht. Selber dieses Land mit Krieg und Bürgerkrieg überziehen, dann noch die Menschen dort zurückschicken in einem Zynismus sondergleichen. Was ist denn das für eine Politik? Das soll also Wertegemeinschaft sein. Was sind denn das für Werte? Das sind nicht unsere Werte. Wir wollen tatsächlich Menschlichkeit und wir wollen Menschenrechte. Aber in diesen Kriegen ging es nie um Menschenrechte. Weil Kriege sind das größte Menschenrechtsverbrechen, das es überhaupt gibt. Und das muss man auch sehr, sehr deutlich sagen. Es geht nicht nur um Kriegsverbrechen. Krieg ist das Verbrechen. Das ist das Wesentliche und das ist der Kern unserer Position. Und natürlich dieser ganze Krieg gegen den Terror, der ging ja dann weiter, der angeblich im Irak ganz erfolgreich. Das Ergebnis des Irakkrieges war die Gründung des Islamischen Staates, war wieder ein Vollerfolg im Kampf gegen den Terror. Die Bombardierung Libyens, ein Vollerfolg, weil der Islamische Staat sich dort auch ausbreiten konnte. Und dann hat man mit der Destabilisierung Syriens weitergemacht. Was ist denn das für eine verrückte Politik? Und da sage ich auch, wir müssen aufpassen, dass wir uns in diese Politik nicht immer weiter reinziehen lassen. Und deswegen ist es richtig, dass die Losung dieser Kundgebung ist, Kooperation statt NATO-Konfrontation. Das muss endlich wirklich sich durchsetzen und deswegen muss auch Deutschland raus aus den militärischen Strukturen dieser NATO, damit wir nicht immer mitmachen bei all diesen Drohnenmorden und all diesen Kriegen und damit die Bundesregierung sich auch nicht hinter den anderen Partnern verstecken kann. Und letztes Thema, was ich natürlich auch ganz wichtig finde und das hat ja auch ganz viel mit Weltfrieden zu tun, ist das, was die NATO zurzeit in Europa veranstaltet. Und auch das ist hochbedrohlich. 75 Jahre nach diesem letzten Beginn des letzten verbrecherischen Kriegs sind deutsche Soldaten wieder an der russischen Westgrenze teilweise stationiert, finden dort schlimme Manöver statt mit brutalen Kriegsgebaren. Oder in Deutschland werden die Atomwaffen modernisiert. Wer zum Teufel braucht in Deutschland modernisierte Atomwaffen? Welche Halbverrückten planen da in ihrem Kopf irgendwelche furchtbaren, führbaren Kriege? Das kann doch nicht Ihr Ernst sein. Wer sowas plant, der ist doch krank und den muss man stoppen und den müssen wir ganz laut stoppen, diese ganze fatale und falsche Politik. Und ich wünsche mir auch deshalb, dass die Friedensbewegung viel, viel stärker wird, weil ich hoffe,
dass das dann auch auf die anderen Parteien im Bundestag endlich mal mehr Druck macht. Es ist doch ein Trauerspiel, wo SPD und Grüne heute gelandet sind in ihren Bundestagsparteien. Ich meine, bei den Grünen ist ja wirklich inzwischen mehr Oliv als Grün. Wenn ich höre, dass dort jetzt am vehementesten schon wieder gerufen wird nach irgendwelchen Flugverbotszonen und anderem, als hätte man nicht gesehen, wo das in Libyen hingeführt hat. Und auch bei der SPD, die hatten doch auch mal eine andere Tradition. Und da erinnere ich immer gern dran, die hatten zum Beispiel in ihrem Berliner Programm auch mal die Position, Auflösung der NATO und Ersetzung der NATO durch ein kollektives Sicherheitssystem unter Einschluss Russlands, das, was wir heute als Linke vertreten. Das war doch richtig. Und deswegen muss ich ganz klar sagen, wenn diese Parteien glauben, dass die Linke irgendwann auch zur Kriegspartei wird, um eine Koalition zu bekommen, das können sie sich abschminken. Aber wenn diese Parteien eine friedliche Politik machen wollen, dann sind wir dabei und dann können wir sie auch unterstützen. Und deswegen werden wir alle stärker, werden wir alle lauter für den Weltfrieden und für Kooperation. Ich danke euch. Vielen Dank, Sarah Wagenknecht, für diese super Antikriegsrede, die uns, glaube ich, allen total aus dem Herzen gesprochen hat. Sarah Wagenknecht und wir haben 152 Organisationen, die hier diesen Aufruf mit unterstützt haben, diese Demonstration mit vorbereitet haben. Und wir grüßen von hier aus alle diejenigen, die nicht kommen konnten. Wir grüßen alle diejenigen, die unterschrieben haben. Wir grüßen alle, die für Frieden sind. Und ich möchte einfach mal, damit euch auch klar ist, was ihr eigentlich sozusagen Tolles leistet, sagen, wer alles hierher gekommen ist. Und ich nehme nur das, was von der Webseite ist. Ihr seid hier aus Augsburg, aus Bielefeld, aus Bremen, aus Bad Oldesloe, aus Erfurt, aus Erlangen, Frankfurt, Göttingen, Halle, Hamburg, Hannover, Ingolstadt, Jena, Karlsruhe, Kassel, Kiel, Köln, Leipzig, Mannheim, München, Neumünster, Nürnberg, Rudolfstadt und alle natürlich, die hier sind aus Berlin und aus der Umgebung, die jetzt nicht extra sozusagen auf der Webseite sind. Wir alle zusammen, wir sind diejenigen, die dafür kämpfen, dass es in diesem Land wieder zu Frieden kommt und nicht Krieg gemacht wird. Aus Dresden auch! Aus Dresden auch! Wir haben jetzt das Vergnügen, dass wir noch einmal Poli Noschka, die gerade schon gesungen haben, hier hören werden. Die singen russisch-ukrainische Lieder, authentische Musik, traditionelle russische und ukrainische Musik, gerade auch aus den Dörfern. Тебе болеть,
Herzlichen Dank an dieses wunderbare Ensemble, die in Personen zeigen, wie Völker zusammenleben können, wenn man sie zusammenleben lässt. Liebe Kolleginnen und Kollegen, bevor ich den nächsten Redner ansage, muss ich eine ganz ernste Pflicht erfüllen. Dieser Eimer und ganz viele haben diesen Eimer jetzt in der Hand, dient allein und ausschließlich der Finanzierung dieser Demonstration und Kundgebung. Diese Bühne, die Vorbereitung, die Werbung, leider oder Gott sei Dank hat uns das keiner gesponsert, sondern wir zahlen das selbst dafür, wofür wir eintreten. Deswegen die Bitte an alle von euch, jeder Cent, jeder Penny ist hilfreich. Bitte unterstützt die Sammlerinnen und Sammler bei ihrer schweren Arbeit, gemeinsam hinzubekommen, dass diese Demonstration finanziert wird und dass wir mit dem Rest die nächste anfangen können, vorzubereiten.
ganz, ganz herzlichen Dank an alle Spenderinnen und Spender. Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich habe jetzt das große Vergnügen, den Vorsitzenden der Turfreunde, Michael Müller, anzusagen. Aber Michael Müller ist nicht nur der Vorsitzende der Turfreunde. Michael Müller steht für mich für eine sozialdemokratische Friedenstradition, die Sozialdemokratische Partei heute vergessen hat. Die Tradition von Willy Brandt, die Tradition der Entspannungspolitik und des Engagements für Frieden und Abrüstung. Michael Müller, ich freue mich ganz herzlich, dich heute hier begrüßen zu können. Bitte schön. Liebe Freunde, der 7. Dezember 1970 war ein Tag von historischer Bedeutung. Ein Tag, der sich tief in das kollektive Bewusstsein unseres Volkes eingebrannt hat. Es war der Tag des Kniefalls Willy Brandt im Warschauer Ghetto. Es war der Tag, an dem er abends im Fernsehen die Ost- und Entspannungspolitik begründet hat. Willy Brandt legte damals die Grundlagen für Versöhnung und Frieden, für das Ende des Kalten Krieges. Wir müssen feststellen, dass erstens dieses Erbe heute gefährdet ist und zweitens, dass wir das Erbe sogar weiterentwickeln müssen, weit über Europa hinaus in eine Welt der Ausgrenzung, Ungleichheit und Spaltung. Deshalb, es gilt heute vor allem, sich wieder zurückzubesinnen auf eine richtige linke Politik, auf eine Politik, die ihren Namen verdient. Liebe Freunde, das Erbe von Frieden und Entspannung ist heute deshalb gefährdet, weil seit einiger Zeit in einer schleichenden Form sich eine Militarisierung des Denkens verstärkt, nicht nur in der Politik. Im Zeitalter der Globalisierung droht damit ein neuer Imperialismus. Was ist das für eine Arroganz, dass wir sofort das empörte Wolfsgeheul der Militärs und kalten Krieger hören, wenn der Bundesaußenminister Steinmeier nur vorsichtig und wahrlich sehr zurückhaltend vor neuem Kriegsgeheul und Säbelrassel warnt. Was ist das für eine Entwicklung? Sie fordert eine ganz neue Logik der Öffentlichkeit. Ist ja schön, dass du schreist, es ist besser, du machst Politik. Deshalb, wir sind hier, weil wir keinen selbstgerechten Weltordnungskrieg wollen. Das ist es, was sie meinen. Sie meinen, es geht ihnen um eine Weltordnung. In Wahrheit geht es um harte wirtschaftliche Interessen und um ideologische Vorbehalte von vorgestern. Frieden- und Entspannungspolitik heißt dagegen, wir kämpfen für eine faire, friedliche und partnerschaftliche Weltordnung, für ein System der kollektiven Sicherheit und vor allem für eine Zurückdrängung der Aufrüstung und des Wettrüstens. Es ist doch eine schlimme Geschichte, dass nur kurze Zeit die Militärhaushalte nach dem Ende der zweigeteilten Welt nicht gestiegen sind, aber seit einigen Jahren wieder dramatisch steigen. Was ist das für eine Perversion der Welt? Liebe Freunde, Friedens- und Entspannungspolitik heißt, das gemeinsame Haus Europas zu bauen, heißt, die Position des anderen zu verstehen, heißt, gemeinsame Entscheidungen zu treffen, die langfristige Stabilität und Frieden ermöglichen. Deshalb sind wir hier, weil wir für die Friedens- und Entspannungspolitik auch in unserer Zeit stehen. Wir lassen es nicht zu, dass die geschichtlichen Erfahrungen verdrängt und die Errungenschaften verspielt werden.
die Konflikte in Europa und die Konflikte in der Welt. Keiner von uns hält sie für gering. Aber die dürfen nicht missbraucht werden, immer neue Runden von Krieg und des Aufbaus von Gewaltpotenzialen aufzubauen. Zivilisierung heißt soziale und demokratische Regelung von Konflikten und nicht Militarisierung von Konflikten. Vor allem militärische Zirkel, die immer mehr an Einfluss gewinnen, drehen an der Spirale der Aufrüstung aus Dummheit, Ignoranz und ideologischer Verblendung. Dazu gehören immer neue Raketenplanungen, schnelle Einsatztruppen, die Forderung nach einer neuen nuklearen Komponente und nach neuen nuklearstrategischen Konsens. Mehr noch, dazu gehören vor allem an der 1300 Kilometer langen Grenze zu Russland und Weißrussland auf beiden Seiten immer mehr Truppenübungen, vor allem sogenannte Alarmübungen. Sie haben sich innerhalb eines Jahres verfünffacht. Hier wird mit dem Feuer gespielt und wir müssen alles tun, dieses Feuer auszutreten. Und austreten heißt weg mit den Waffen. Doch statt nach gemeinsamen Lösungen zu suchen, wird permanent die rhetorische Dosis der Ab- und Ausgrenzung erhöht. Deshalb brauchen wir eine neue, starke Friedensbewegung, nicht nur in unserem Land. Wir dürfen die Zukunft nicht den kalten Technokraten in ihren Hinterzimmern überlassen, nicht dem militärischen Tunnelblick und schon gar nicht den bornierten Zirkeln der NATO. Liebe Freunde, wir müssen den neuen Kalten Krieg stoppen. Frieden ist ohne Solidarität und Verständigung nicht möglich. Uns geht es vor allem um vier Ziele. Erstens, wir wollen die europäische Friedens- und Entspannungspolitik weiterentwickeln, auch über Europa hinaus, durch ein kollektives Sicherheitssystem, das vor allem auf zivile Partnerschaft setzt. Zweitens, wir wollen überall die Friedensbewegung stärken. Drittens, wir brauchen eine gesamteuropäische Zusammenarbeit und Partnerschaft, und zwar eine europäische. Es muss Schluss sein, dass Europa scheinbar an den Grenzen der EU endet. Wir verstehen Europa als ganz Europa, nicht nur als Europäische Union und schon gar nicht als Wurmfortsatz der NATO. Und viertens, wir wollen einen Stopp der neuen Welle der Aufrüstung, nicht nur der Rüstungsexporte und schon gar nicht die Aufrüstung im eigenen Land. Ich hatte damals viele Kontakte mit Willy Brandt. Wir haben beispielsweise in seiner Wohnung in Unkel unter anderem die Frage der Weltordnung einer Nachhaltigkeit entwickelt. Das Entscheidende ist, dass Willy Brandt mit seiner Politik Blockaden überwinden wollte. Und in der Ostpolitik hat es gezeigt, das geht. Und es geht auch heute. Deshalb Schluss mit den Technokraten, Schluss mit den eigenen Welten nationalistischer Politiker. Schluss mit der AfD und Ähnlichen. Wir kämpfen für eine gerechte, friedliche und faire Friedens- und Entspannungspolitik. Herzlichen Dank, Michael Müller. Herzlichen Dank für diese couragierten Worte. Ja, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich freue mich jetzt, jemanden ankündigen zu können, bei dem es nicht ganz sicher war, ob er kommen kann. Ein türkischer Kollege, Hochschullehrer, mit Berufsverbot belegt, weil er den Aufruf der Akademiker für Frieden in der Türkei unterschrieben hat. Er ist zu uns gekommen heute, Kuveyt İcam Lodoglu von der Kocaeli Universität in der Türkei. Wir können ihm, glaube ich, schon jetzt unsere tiefe Solidarität versichern
Und zwar im Kampf für Demokratie und Menschenrechte und im Kampf für den Frieden in diesem Lande. Herzlichen Dank für das Kommen. Das Wort ist für dich. Herzlichen Dank, dass du es machen konntest, heute zu uns zu kommen. Sağ olun. Burada sizin dilinizle konuşamayacağım için özür dilerim. Vielen Dank. Ich möchte mich zunächst dafür entschuldigen, dass ich euch nicht in eurer Sprache diese Ansprache halten kann. Ben buraya Türkiye'de biz bu suça iştirak etmeyeceğiz, bu suça ortak olmayacağız diyen 2200 akademisyen adına geldim. Onların selamlarını getirdim. Ich vertrete heute hier die Initiative Akademikerinnen und Akademiker für den Frieden in der Türkei. Ich bin einer von den über 2200 Akademikerinnen und Akademikern, die diese Petition mit der Überschrift "Wir werden uns an diesem Verbrechen nicht beteiligen" unterzeichnet haben. Ich möchte euch die wärmsten, die herzlichsten Grüße von Ihnen überbringen. Bizim bütün suçumuz barış istemekti. Biz Ben ve eşim bu metni imzalamadan önce Güneydoğu Anadolu'da Cizre'de bulunduk. Orada yaşananları gördük, bombalanan evleri gördük ve bu yüzden metni görerek, bilerek imzaladık. Bu suça ortak olmayacağız dedik. Unser einziges Verbrechen war, dass wir für den Frieden eingetreten sind. Ja, für den Frieden einzutreten war unser Verbrechen. Bevor ich die Petition unterzeichnet habe, habe ich mit meiner Frau zusammen die Stadt Cizre im Südosten der Türkei besucht. Zwei Tage lang haben wir uns dort die Gegend angeschaut, haben uns die bombardierten Häuser angeschaut, mit Augenzeugen gesprochen. Und nach unserer Rückkehr wurde uns dieser Aufruf vorgelegt und wir konnten gleich sagen, ohne zu zögern, ja, wir unterschreiben. Bis Türkiye'de akademik görevlerimizi yapmamız engelleniyor. Buradan kamu görevinden ihraç ediliyoruz. Kamu görevi yapmamız engelleniyor. Çünkü biz bu suça ortak olmayacağız metnini imzaladık. Bunu imzalamaya devam ediyoruz. Bu suça ortak olmayacağız dedik. Demeye devam ediyoruz. Tekrar üniversiteye geri döneceğiz. Üniversitedeki görevlerimizin başına geri döneceğiz. Öğrencilerimizle birlikte olacağız. Bunu yapmak için bütün hukuki mücadeleyi başlattık ve devam ediyoruz. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne de başvurduk. Buradan gelecek cevaba göre, buradan gelecek sonuca göre tekrar üniversitelerimize, görevlerimize geri döneceğiz. Wir werden heute an der Ausführung unserer akademischen Arbeit gehindert, weil wir eben gesagt haben, wir werden uns an diesem Verbrechen nicht beteiligen. Man hat uns aus dem öffentlichen Dienst entlassen, man lässt uns nicht arbeiten, aber wir werden trotzdem für den Frieden eintreten und dafür eintreten, dass und sagen, dass wir uns an diesem Verbrechen nicht beteiligen werden. Trotz dieser Hindernisse, die man uns in den Weg gelegt hat, werden wir unsere Stimme weiterhin für den Frieden erheben. Wir werden auch die rechtlichen Möglichkeiten ausschöpfen gegen dieses Unrecht, das uns angetan wurde, werden wir vor Gerichte ziehen. Wir werden auch den Europäischen Menschenrechtsgerichtshof anrufen und wir werden auf jeden Fall Recht behalten, weil wir im Recht sind. Ancak bu arada mevcut Alman hükümetinin Türk hükümeti üzerinde baskı yaratamamasını esefle karşılıyoruz. Suriyeli mülteciler karşılığında Türk hükümetlerine taviz verildiği ve bu hukuksuzluğa
maalesef karşı çıkılmadığını görüyoruz. Allerdings möchte ich hier nochmal unterstreichen, dass wir derzeit mit Bestürzung verfolgen, wie die deutsche Bundesregierung darauf verzichtet, Druck auf die türkische Regierung auszuüben. Wir sehen, welche Zugeständnisse an die türkische Regierung gemacht werden und wie man angesichts rechtswidriger Praktiken der türkischen Regierung schweigt, um ja die syrischen Flüchtlinge von Deutschland zu fernhalten, um sie abwehren zu können. Burada Suriye bayrakları gördüm. Suriyeli vatandaşlar burada aramızdalar. Suriye'deki göçmenlerin Türkiye'deki sayısı 3 milyonu geçti arkadaşlar. Bu 3 milyon insan maalesef Türkiye'nin batıya karşı bir koz olarak kullanılması için bir araç oldular. Çok kötü koşullarda yaşıyorlar Türkiye'de. En kötü koşullarda ücret alıyorlar ve çok kötü koşullarda yaşamlarını devam ettirmek zorundalar. Ich habe hier Menschen mit syrischen Flaggen gesehen, mit syrischen Fahnen gesehen, wahrscheinlich Geflüchtete aus Syrien. Lasst mich ein paar Worte zu der Situation von Syrern, die in der Türkei leben, mal kurz erzählen. Sie leben in der Türkei wirklich unter menschenunwürdigsten Bedingungen. Täglich verlieren Dutzende von ihnen bei Arbeitsunfällen ihr Leben. Man setzt sie als billige Arbeitskräfte ein und sie sind wirklich, wie gesagt, sehr schlimmen, menschenunwürdigen Lebensbedingungen ausgesetzt. Şu anda Türkiye sınırları dışında Türk askerleri yabancı bir ülkenin topraklarında silahlı çatışma içindeler. Ve maalesef Alman hükümeti bu silahlı çatışmayı destekliyor. Bunun sonucunun ne olacağını önümüzdeki günlerde göreceğiz. Mevcut hükümet Lozan Anlaşması'nı önemsemediğini, hatta küçümsediğini görüyoruz. Bu durumun çok fazla tehlike taşıdığını düşünüyoruz. Mevcut hükümetin Türkiye'de Kürt grupları ile ateşkese razı olmaması, savaşı tırmandırmak istemesi bizler açısından çok ciddi bir sorun olarak görülmektedir. Heute sind sehr viele, also hat die türkische Regierung sehr viele türkische Truppen ins Ausland entsandt. Türkische Truppen sind in Gefechte geschickt worden in Syrien und in vielen anderen Regionen im Nahen Osten. Und das führt uns mit Sorge. Wir sehen, wie heute der Vertrag von Lausanne von den Machthabern in der Türkei schlecht geredet wird. Viele wissen wahrscheinlich, dass mit diesem Vertrag im Jahr 1923 die heutigen Grenzen der Türkei gezogen wurden. Und dass man das auch in Frage stellt, füllt uns mit Sorge. Savaşın değil barışın, kalıcı ve devamlı olması, silahların değil kalemlerin konuştuğu bir dünyayı umut ederek hepinizi sevgi ve dayanışma ruhuyla kucaklıyorum. Sağ olun, var olun. Heute setzt die türkische Regierung in der kurdischen Frage wieder auf Eskalation, auf Krieg und wir möchten hier unsere Hoffnung zum Ausdruck bringen, unsere Hoffnung in eine Welt, in der nicht der Krieg, sondern der nachhaltige Frieden herrscht. In diesem Sinne möchte ich nochmal sehr viele liebe und solidarische Grüße der Demokratiekräfte in der Türkei überbringen. Vielen Dank. Vielen Dank, Kuvvet İsam Lordoglu. Solidarität, hier auch die internationale Solidarität, hoch die internationale Solidarität, hoch die internationale Solidarität. Unsere, denke ich, wunderbare und sehr kampf- und kämpferische und kampfstarke Friedensdemonstration wird bald zu Ende gehen. Es ist noch nicht Schluss. Prinz Chaos 2 wird noch Musik für uns machen. Ich möchte aber noch darauf hinweisen, dass wir unseren Kolleginnen und Kollegen, unseren Freundinnen und Freunden in den anderen EU-Ländern, in den anderen europäischen Ländern, in allen Ländern auf der Welt gezeigt haben, dass es nicht in Deutschland nicht nur die kriegstreibende deutsche Bundesregierung gibt,
nicht nur deutsche Großkonzerne und Banken, die mit den Ressourcen und Märkten und Arbeitskräften anderer Länder Riesenprofite machen und immer wieder deutsche Soldaten in fremde Länder schicken, um zu morden, zerstören und zu erobern. Nein, es gibt nicht nur sie. Es gibt auch das andere Deutschland. Die Menschen, die Frieden wollen, dafür kämpfen, die dafür auf die Straße gehen. Es gibt uns. Und wir wissen, die Mehrheit der Menschen in diesem Land steht hinter uns. Die Mehrheit der Menschen in diesem Land will Frieden mit uns gemeinsam. Und wir werden keine Ruhe geben, bis nicht eine deutsche Regierung eine solche Politik macht für Verständigung und Ausgleich. Ich möchte euch jetzt die Abschlusserklärung des Vorbereitungskreises dieser Demonstration verlesen. Sie ist ganz kurz. Die Waffen nieder. Der 8. Oktober 2016 in Berlin. Wir setzen ein deutliches Zeichen gegen Krieg und für Frieden. Überall. Vor allem in Syrien. Wir wollen eine Welt ohne Atomwaffen. Bei uns damit anfangen. Wir fordern den Abzug der Bundeswehr aus allen Auslandseinsätzen. Die drastische Reduzierung der Rüstung und den Stopp der Rüstungsexporte. Unsere Welt braucht Frieden. Kriege zerstören unsere Zukunft. Wir werden gemeinsam weiterhandeln im Einklang mit der Mehrheit der Bevölkerung. Und wie wir hier sehen können, unsere Friedenstaube lebt. Vom deutschen Boden soll nie wieder Krieg ausgehen. Das haben die unterschrieben. Ich darf jetzt als Letzten, der auf dieser Kundgebung mit uns gemeinsam demonstriert, Prinz Chaos II, ein Staatsunterhaupt, wie er mir auf seiner Visitenkarte gezeigt hat, anmoderieren, darf sagen, dass er jetzt für uns spielen wird. Prinz Chaos II hat mir vorher gesagt, er ist praktisch in einer Friedensinitiative aufgewachsen. Er war schon immer dabei, er hat sich immer engagiert. Seine Eltern haben eine Friedensinitiative gegründet in den 80er Jahren und seitdem ist er auf unserer Seite, seitdem engagiert er sich für uns. Wir freuen uns ganz herzlich, grüßen wir Prinz Chaos II. Einen wunderschönen guten Nachmittag. Ich freue mich, zurück zu sein hier am Brandenburger Tor. Ich freue mich, dass ich eine wiedervereinigte Friedensbewegung hier sehe. Wir haben die letzten 2-3 Jahre ziemlich verplempert, indem wir uns ziemlich rumgestritten haben miteinander. Vielleicht war es auch nötig, aber es ist schön, dass wir jetzt wieder alle zusammen dafür arbeiten, weil wir haben nicht mehr sehr viel Zeit. Tropfen fallen, Tropfen fallen, massenhaft. Oh Mann, es wird Herbst, es wird Herbst. Irgendwie wird schon wieder Herbst. In diesem Land ist doch irgendwie ständig Herbst. Also irgendwie wird's wieder Herbst. Das gibt's doch nicht. Da wird's schon wieder Herbst. Aber vielleicht schaffen wir's trotzdem. Vielleicht haut das irgendwie hin.
Vielleicht kratzt uns ein gnädiger Wind von der Schippe und vielleicht macht das dann alles noch irgendwie, irgendwie alles noch Sinn. Und wir kommen gut durch, wir kommen dann alle gut durch. Ich hab da ein gutes Gefühl, ein gutes Gefühl. Ich hab da ein gutes Gefühl, ein gutes Gefühl. Menschen fallen, Menschen fallen übereinander her. Das ist doch Krieg. Das ist doch Krieg. Also irgendwie ist da doch Krieg. Irgendwo ist da doch Krieg. Also irgendwie ist da doch Krieg. Irgendwie ist immer Krieg. Aber vielleicht schaffen wir es trotzdem. Vielleicht haut das irgendwie hin. Vielleicht kratzt uns ein gnädiger Wind von der Schippe. Und vielleicht macht das dann alles noch irgendwie, irgendwie alles noch Sinn. Und wir kommen gut durch. Wir kommen dann alle gut durch. Ich hab da ein gutes Gefühl, ein gutes Gefühl. Ich hab da ein gutes Gefühl, ein gutes Gefühl. Ja, ich weiß, es ist vollkommen kurios, sich hier hinzustellen und zu sagen, ich habe ein gutes Gefühl. Ihr müsst dazu wissen, ich bin ja Funktionär. Ich bin Funktionär des Optimismus. Ich bin vollkommen ereignis- und situationsunabhängiger Optimist. Aber ich sag's euch wirklich, wir müssen diesen eisernen Würgegriff des Pessimismus aufknacken. Ehrlich, lasst uns mal über die Beispiele reden, wo Kämpfe gewonnen wurden. Lasst uns darüber reden, wie wir mehr Leute werden und wie wir gewinnen können und nicht jetzt schon immer die Gründe aussuchen, warum wir verlieren mussten. Verstehst du? Lasst uns stark reden, lasst uns gegenseitig wärmen aneinander, dass wir mehr Leute werden. Wir werden mehr Leute, wenn wir Kraft ausstrahlen und Zuversicht. Und wir schaffen das trotzdem, das haut schon irgendwie hin. Uns kratzt ein gnädiger Wind von der Schippe und dann macht das doch alles noch irgendwie, irgendwie alles noch Sinn. Und wir kommen gut durch, wir kommen alle gut durch. Ich hab da ein gutes Gefühl, ein gutes Gefühl, wenn ich euch sehe, Mann. Ich hab da ein gutes Gefühl, ein gutes Gefühl. Ja, ich weiß natürlich, dass es nicht nur mit Think Pink alleine geht, sondern wir müssen natürlich auch Siege organisieren, das ist vollkommen klar. Ich möchte ein winziges Beispiel erzählen, das so unsere Problematik ausdrückt. Ja? In Indien gab es kürzlich den größten Generalstreik in der Menschheitsgeschichte. 180 Millionen Inder haben gestreikt. Jetzt frage ich euch mal, wer von euch hat das mitbekommen? Hand hoch, wer von euch wusste das? Und das ist das, was ich meine. Wenn wir den größten Generalstreik der Weltgeschichte schon nicht mehr mitkriegen, dann ist vollkommen klar, dass du frustriert bist. Ja, das kannst du dann nicht anders regeln. Ich habe heute eine super Demonstration erlebt. Mit sehr, sehr vielen Leuten aus ganz unterschiedlichen Bereichen, mit allen möglichen Generationen und es war genau der Anfang von was Neuem. Wenn jetzt die Gitarre noch kommt, ist es auch der Anfang von einem neuen Lied. Jetzt ist sie auf jeden Fall laut genug. Es klingt sie nur noch schlecht. Aber das macht nichts. Wir singen jetzt gleich ein Lied zusammen und das muss ich euch vorwarnen, weil es ist ja wirklich total uncool, aber ihr seid eh so wahnsinnig uncool.
Ich weiß nicht, ob euch das überhaupt klar ist, wie uncool das überhaupt ist, auf einer Friedensdemonstration herumzulaufen. Das ist ja das absolut Uncoolste, was man machen kann. Und weil es jetzt schon so uncool ist, können wir noch uncooler werden und zusammen was singen. Ich fange erst einmal an auf Deutsch und dann singen wir das Englische alle zusammen. Frieden für die Welt. Frieden für die Welt. Frieden für die ganze wunderschöne Welt. Entschlossen und sacht beendet die Schlacht, dass der Welt ein Frieden lacht. Wir sind ohne Angst. Wir sind ohne Angst. Wir sind ohne Angst. Kommt alle her, stark wie das Meer, ein buntes Heer. Wir sind ohne Angst. Kommt her. Wir stehen aufrecht noch. Wir stehen aufrecht noch, wir stehen aufrecht noch, trotz alledem, trotz Verleumdung, Lüge und Haft, der liebe Kraft, die hält uns hoch, trotz alledem. Wir gewinnen doch noch, wir gewinnen doch noch. Wir gewinnen doch noch, Ella, 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 Edgy Badge. Und dieser Tag, meine Damen und Herren, vielleicht ist er noch fern, doch dann siegen wir und haben auch euch gern. Jetzt seid ihr dran. We shall overcome. We shall overcome. We shall overcome someday. Oh, deep in my heart, I do believe that we shall overcome someday. We are not afraid, alle miteinander. We are not afraid, we are not afraid, we are not afraid, we are not afraid. We are not afraid someday. Oh, deep in my heart, I do believe that we shall overcome someday. And we shall live in peace. We shall live in peace. We shall live in peace someday. Whoa, deep in my heart, I do believe that we shall overcome someday. Schaut mal, es war eine saugute Ausbeute heute. 8000 Leute für eine Demonstration, die im Internet praktisch nicht zu finden war. Reife Leistung. Jetzt passt mal auf, aber jetzt machen wir Folgendes. Wir nehmen jetzt diese 8000 Leute und packen sie ins Internet. Mit diesen 8000 Leuten im Internet holen wir 28000 aus dem Internet wieder auf die Straße. Stehst du? Du brauchst beide Ebenen. Entschlossen und sacht beendet die Schlacht, dass der Welt ein Frieden lacht. Wir sehen uns in Rammstein, wir sehen uns auf den Straßen in dieser Republik, wir sehen uns im Internet und wir müssen echt Tempo machen. Wir haben nicht mehr viel Zeit. Macht Alarm. Es gibt einen neuen Kampfbegriff gegen uns und der heißt Alarmismus. Ich habe jetzt gelesen, also die Friedensbewegung ist alarmistisch. Ich bin Alarmist, seid auch Alarmisten. Schlagt Alarm, holt die Leute raus auf die Straßen.
Macht wirklich Alarm im Internet, auf der Straße, im Freundeskreis, damit wir hier nicht 8.000 und nicht 80.000, sondern 1 Million Leute sind. Wir brauchen viele, viele Leute. Auf geht's bis nächstes Jahr. Wir sehen uns in Rammstein, in Berlin und überall. Wir sind das andere Deutschland. Die Kundgebung ist geschlossen. Einen schönen Weg nach Hause und wir sehen uns auf jeden Fall wieder. Und jeder bringt nächstes Mal noch 5 mit. Tschüss, auf Wiedersehen.